Heute sprechen wir darüber, warum es geil ist, ein Abiturathlet zu sein. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und unser gemeinsames Ziel ist, dein Traumabitur steht. Und heute gibt es ein komplettes Freestyle-Video. Keine 5 Tipps, keine bam 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 bam, sondern einfach nur straight here from the heart an euch. Warum ist es eigentlich so geil, ein Abiturathlet zu sein? Ist ganz einfach. Ich merke immer mehr, das gesamte Leben ist einfach nur ein reines Gefühls- und Identitätsgame. Das bedeutet, es geht nicht konkret darum, welche Handlungen du machst. Es geht nicht darum, welche krassen Hacks, Methoden, darum geht es gar nicht. Das ist alles, das kommt alles danach. Das ist sekundär. Primär ist, wie fühlst du dich und welche Identität hast du? Und was ich eigentlich mit jedem Video, mit jeder Beantwortung eines Kommentars, mit jeder DM-Nachricht, die ich euch zurückschreibe, mit jedem Instagram-Livestream, mit jedem Instagram-Post, mit jeder Instagram-Story, mit jeder Podcast-Folge, übrigens Abitur den Podcast, mittlerweile auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, ihr könnt es auf YouTube auch eingeben, der Abitur den Podcast, haben wir extra einen YouTube-Channel eingerichtet, iTunes, Spotify, was habe ich nicht gesagt, dieser Podcast-Addict, also wirklich fast auf überall, checkt's ab, mega, mega geil, aber was ich mit all diesem versuche, ist einfach nur, euch immer noch ein geileres Gefühl zu geben und noch mehr diese Identität in euch zu stärken, dass ihr ein Abiturathlet seid. Weil in dem Moment, wo ihr das annimmt, wo ihr das zu 100% fühlt, passiert alles andere vollkommen automatisch. Einfach aus dem Grund, weil du keine Angst mehr hast. Du denkst nicht mehr darüber nach, ob das möglich ist, ob das überheblich ist, ob du das schaffen kannst, ob du dich übernimmst, ob es nicht zu viel Stress, ob es nicht zu viel Aufwand ist. Diese ganzen Gedanken, die jeden immer davon abhält, einfach seine Ziele im Leben zu erreichen und vor allem in eurem konkreten Fall einfach die Noten zu schreiben, die man gerne schreiben würde, du lässt einfach los davon. Du beschäftigst dich nicht mehr damit. Du fokussierst dich nur noch darauf, was möchte ich erreichen? Nicht, was sagen meine Eltern, kann ich erreichen. Nicht, was glaube ich selbst kann ich erreichen, sondern was möchte ich erreichen. Nicht, was sagt mir mein Kopf, was sagt mir mein Herz, was sagt mir mein Bauchgefühl. Was möchte ich erreichen? Und dann stellst du dir nur noch die Frage, wie komme ich da hin? Und auch wenn da Hindernisse im Weg sind oder du deine alte Identität, dein altes Ich sagt, hey, ich schaffe das nicht oder dann auch Zweifel sind oder auch von außen immer wieder Zweifel an dich selbst herangetragen werden, es ist dir einfach egal. Es bedeutet nicht, dass es dir nichts ausmacht. Dir ist vollkommen bewusst, dass sowas kommen wird. Aber du sagst einfach, fuck it, ich will aber dieses Abi erreichen. Ich will es aber erreichen und deswegen werde ich alles dafür tun. Und in dem Moment, wo du diese Identität annimmst, schaffst du es einfach, so krass daran zu glauben. Deswegen sage ich am Ende von jedem Video, ich glaube an dich. Weil wenn du dieses Selbstvertrauen, diesen Glauben an dich selbst von innen heraus, erst sag ich es dir, aber dann musst du irgendwann von innen heraus aufbauen. Wenn du das hast, dann ist es game changing. Weil du alles komplett anders herangehst. Zum einen mit viel, viel mehr Zuversicht, mit so viel mehr Sicherheit, mit so einer Überzeugung, dass du diesen Abi-Schnitt schlussendlich auch erreichen wirst, dass du einfach jedes Hindernis, alles, was auf diesem Weg kommt, du drehst es einfach immer so und reinterpretierst es so, dass es nur ein weiterer Beweis ist, dass du diesen Abischnitt auch erreichen wirst. Und gleichzeitig, was natürlich auch mehr genauso schön ist, du wirst bei allem dich so viel besser fühlen. Es wird auf einmal Spaß machen, gut in der Schule zu sein. Du hast nicht das Gefühl, oh, ich muss gute Noten schreiben, weil wenn ich das dann kriege, dann schaffe ich den NC nicht und kriege das schon in mein Leben. Und das ist ein Fuck, ja. Ich bin Abiturathlet, deswegen habe ich Bock darauf, geile Noten zu schreiben, deswegen habe ich Bock, viel zu lernen, deswegen habe ich Bock durchziehen, deswegen habe ich Bock, mich im Unterricht zu melden, deswegen habe ich Bock, meinem Mitschülern zu helfen und all diese Sachen. Dann gibst du einfach nur Gas. Geil. Ich meine, das ist doch genau das, was ich aktuell in meinem Leben mache, nur dass ich nicht mehr in der Schule bin, sondern zum einen diese ganze Sache hier mit euch aufbaue und natürlich in meinem eigenen Studium. Es ist einfach nur geil, du hast einfach nur Bock, mehr zu machen, Gas zu geben. Und es kommt alles einfach nur aus Freude und Inspiration heraus. Und stressfrei. Wisst ihr? Alle denken immer, ist ja cool. Na, ist ja cool, wenn man gut sein möchte. Aber es ist ja so viel Stress. Ist ja so viel Aufwand. Ja, es ist viel Aufwand, aber es bedeutet nicht, dass es Stress sein muss. Nur weil die Anforderungen hoch sind, heißt es nicht, dass du überfordert sein musst. Wenn du die Skills hast, wenn du die Leidenschaft hast, wenn du die Bereitschaft hast, alles dafür zu tun, dann ist es im Prinzip auch genau das, was du willst. Ich persönlich, ich möchte kein Leben, wo es einfach ist. Möchte ich nicht. Ich möchte ein Leben, was mich challenged. Und genau das kann auch die Oberstufe als Phase für euch bieten. Einfach, wo du dir sagst, es ist echt nicht einfach.
ich muss richtig viel tun, dass ich am Ende diesen Abischnitt wirklich auf meinem Zeugnis stehen habe. Aber verdammt nochmal, ich will ihn. Verdammt nochmal, ich will ihn und ich werde alles dafür tun. Und wenn du das einfach übernimmst, dir vornimmst, sagst, ey, ich bin abiturledig, bam. Das ist das, was daran so geil ist. Das ist einfach der Punkt, wo du merkst, shit, yes, yes. Vor allem das Allergeilste ist, wenn du anfängst, diese Mentalität, dieses Abiturleben-Mindset in der Oberstufe anzunehmen. Was meinst du, wird danach in deinem Leben passieren? Du denkst ja nicht auf einmal, wenn du aus der Oberstufe draußen bist, dein Abi hast, ganz anders. Sondern denkst wieder genauso. Dann auf andere Bereiche bezogen, aber denkst wieder genauso. Und wenn ich darüber nachdenke auch, dass wie viele Leute wir dadurch beeinflussen, dass einfach sie diese Identität als Abiturathlet einnehmen, dadurch dieses Abiturathlet-Mindset entwickeln, dann ihr Traumabi erzielen und dann auch noch, einfach richtig, richtig geiles Leben führen. Ein fucking geiles Leben, wie wir in unserer Essenz, die wir im Team so ein bisschen aufgeschrieben haben, quasi festgehalten haben. Ein fucking geiles Leben wollen wir für euch kreieren. Und das ist dann einfach super geil. Das ist einfach super geil. Da bin ich übelst hyped. Das bedeutet mir so viel. Das ist so ein krasses Leidenschaftsthema für mich. Deswegen in diesem Sinne, zieh durch. Ich bin echt stolz auf euch alle. Deswegen, mal Schlaf. Danke auch, dass ihr die Videos so fleißig anschaut. Fürs Daumen hoch geben, fürs Kommentieren und so weiter. Ich bin euch so dankbar. Es bockt sich so hart, das alles mit euch aufzubauen. It's awesome. It's gonna be awesome. Die Reisen kommen, Abiturathleten Bootcamp kommt. Könnt ihr euch so stark drauf freuen. Deswegen, we gonna rock it, we gonna crush it. In diesem Sinne, denkt dran. Ich glaube an dich und an euch alle da draußen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks in a vein. No, most of these blessings I can't even see.